diese, was ist das, eine Pastete? Eine Terrine. Eine Terrine. Hat die einen besonderen Namen? Ja, das ist Terrine von Auberginen, Paprika und Tomaten. Ah, wunderschön. Die sieht auch schon so toll aus. Dankeschön. Was ist das, Rucola-Salat? Das ist Rucola-Salat. Der passt gut dazu, ne? Ja, der passt perfekt. Wie hast du den angemacht? Nur mit Zitrone und Olivenöl mache ich da und etwas Salz und von deinem guten Pfeffer. Aha. Ja, das habe ich öfter gehört, dass Rucola nicht mit Essig, nur mit Zitrone. Ja, also ich habe es am liebsten so. Ja, na, ich hab schon öfter gehört, dass man es so machen soll. So. Sag mal, dann essen wir doch sicher ein schönes Brot oder so ja, dazu. Ja, toast es. Toast es mal. Okay. So, das ist ja, hör mal, da hast du mir eine Freude gemacht, dass du dieses echte luxemburgische Brot mitgebracht hast. Ich weiß, dass du das so gerne hast. Das liebe ich ja. So, was? So, und jetzt mache ich ja eine Vinaigrette da drauf und die habe ich auch mit gutem Olivenöl gemacht. Du bist ja auch ein Freak von guten Olivenöl. Immer, das spare ich nicht. Und dann Echalotte, Basilikum und dann Sherry-Essig, Balsamico und natürlich Salz und Pfeffer. Ja, super. Aber jetzt mache ich ja ein bisschen dazu. Und was ist das Grüne? Basilikum. So. Das tust du so drumherum? Ja. Und da tunkt man das dann ein? Ja, das kannst du dann so zusammen essen, wenn du dann deine Terrine so schneidest. Du wirst das ja jetzt aber dazu gleich müssen wir auch ein Schlückchen trinken. Ja, das mache ich auch. Ja. Ich habe für uns einen Rheinhessen Chardonnay Spätlese trocken im Fass ausgebaut. Also was Besonderes. Danke. An sich ist ja der klassische deutsche Wein ein Riesling, den man auch bei euch viel trinkt. Ja. In Luxemburg, ne? Ja, Riesling und Pinot Gris haben wir. Aber der Chardonnay ist jetzt so ein bisschen in Mode gekommen. Eine Modetraube. Schauen wir mal, ob die auch so gut ist. Ja, ich glaube ja. Schön. Ich finde ihn sehr gut. Sehr gut. Aha. Ich wollte dir eigentlich einen aus Luxemburg mitbringen. Ja, du hast Brot gebracht, aber das ist wichtiger. Ich muss übrigens sagen, nochmal, nimm nochmal. Schön, dass du endlich leibhaftig da bist, denn du warst im Geiste schon ganz oft da, weil deine Tipps, die du mir immer gibst, die habe ich alle weitergegeben. Beim Pfifferlinge machen hast du mir gesagt, Estragon an die Pfifferlinge. Und als wir Crème Brûlée gemacht haben, du hast mir gezeigt, wie man das mit dieser Feuerpistole macht. Da war, ach Gott, schlage dir, da war eine Aufregung hier im Studio. Weißt du, dass ich oft Leute habe, die sagen, das haben wir von Alfred, aber es ist ihre so ähnlich. Ja. Du fütterst mich. Ja. So, jetzt müssen wir gucken. Hier, der Toast ist raus. Ist fertig. Tust du da noch was drauf? Oder? Ja, ich habe da so, was ich gerne da drauf habe und was sehr gut dazu passt, ist diese, gib mal ein Messer, diese Olivenpaste. Die kann man selber machen, die kriegst du aber auch fertig. Ich habe meine da. Ist das so eine Tapenade? Tapenade ist ja Oliven mit Kapern und mit Sardellen. Ja. Hier ist nur Olive. Nur Olive. Nur Olive. Das ist toll. Ist nicht gerade so scharf. Toll. Mm, also, bitte schön. Schau mal, wie das schon aussieht. Ja, ne? Ein Bild. Man isst ja auch mit den Augen. So. Dankeschön. Ah, so. Das ist jetzt ein Gericht, das muss man vorweg machen. Das kann man nicht an dem Tag machen, wo die Gäste kommen. Wie lang vorher würdest du sagen, kann man das machen und im Kühlschrank lassen? Ja, das ist das, was ich gut dran finde, ist, du kannst das machen, wenn du Zeit hast, so bis zwei, drei Tage vorher. Und im Kühlschrank lassen? Ja, absolut. Und das ist sogar sehr gut, dann, wird der Geschmack, der geht dann schön durch die ganze Terrine. Mm, zusammen. Mm. Ist gut so zusammen, ha? Ein bisschen Rucola. Toll. Weißt du, Alfred, das ist ja auch nicht von ungefähr. Ich wusste ja, dass du das gerne hättest. Weißt du, das macht mir so einen Appetit. Ja. Ich will natürlich, dass du mir genau zeigst, wie du es gemacht hast. Ich werde es tun. Alles. Aber ich glaube, ich kann mich jetzt gar nicht mehr zurückhalten. Vor allem diese Paste. Paste aus den schwarzen Oliven, die macht so hungrig. Appetit. Ja. Das ist toll. Deswegen warten wir mit der Erklärung und ich mache für uns das, was ich dir kochen will. Ja, da bin Thunfisch ich auch gespannt. Habe ich mir ausgesucht. Und zwar, wenn ich in Amerika bin, ich bin ja oft in New York, da wird unheimlich viel Thunfisch gegessen. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Und ich habe ihn öfter gemacht, einfach so in der Pfanne und da war immer ein bisschen trocken. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass man ihn einlegen soll, ein paar Stunden. Ich lege ihn sogar über Nacht ein mit Lorbeerblättern.
Einfach 20 Lorbeerblätter. Aha. Die sind ja sehr schwach im Geschmack. Das ist ja jetzt nicht irgendwie dominant. Öl und Zitrone. Welches Öl nimmst du da? Auch ein Olivenöl. Auch ein Olivenöl. Ich muss nur sehen, dass die ein bisschen heiß wird. Ja. Und dann mache ich das ziemlich kurz, sodass es innen noch rot ist. Und es ist ganz einfach. Dann sonst Salz und Pfeffer. Ich muss natürlich normalerweise dazu so irgendwie zum Beispiel, was wunderbar passt, ist so ein Frisee, ein geschmorter Frisee-Salat. Oder die, wie heißen diese? Endive. Ja. Na, mal sehen. Ja. Das ist schon gut. So und so schnell, ne? Unglaublich. Und dadurch, dass sie eingelegt sind, sind sie nicht so trocken. Den Thunfisch kann auch Schwertfisch. Ich mache dasselbe übrigens mit Schwertfisch. Und du wirst sehen, das ist 2 Minuten, nicht einmal, auf jeder Seite. Was ist denn mein? Ja. Ganz, ganz schnell. Und ich lasse es am Anfang ein bisschen hoch, damit es ein bisschen braun wird, ein bisschen Farbe kriegt. In Deutschland macht man nicht viel Thunfisch. Aber in Luxemburg auch nicht. Auch nicht. Das wird wohl noch kommen. Ja. Du noch ein bisschen Marmelade. Weißt du, findest du den schön frisch? Krass. Den, also das kommt ich ja drauf krieg ihn an. Frisch, aber ja. Da muss ich auch schon sehr kämpfen dafür. Ja, und muss zum Beispiel, dass die so klein sind heute, das hat den Grund, dass ich das beim Japaner gekauft habe, bei einem japanischen Fischgeschäft. Ja. Und die schneiden ihn anders als die Europäer. Die schneiden ihn so quer und dadurch entstehen so kleine Filets. Und die sind dann immer so klein. Der Fisch sieht übrigens ja toll aus. Ja. So schön prallvoll. Ne? Schau, und dann wird er ein bisschen braun. Siehst du? Jetzt tue ich so ein bisschen von der Marmelade drauf. Ja. Du hast gesagt, die Lorbeerblätter sind nicht so... Nicht so intensiv. Aber nur im kalten Zustand. Wenn du die kochst, dann darfst du nicht... Dann gibt es viel Geschmack. Ah. Ja. Siehst du? Also... Ich tue an alles Lorbeer, auch am Suppe und alles, obwohl ich immer etwas zweifle, ob es wirklich was bringt. Aber ich mache das sehr brav, also muss ich schon sagen. Aber es ist ja auch die Krönung. Es gab ja auch welche, die haben dann sonst Krone. So ist es, genau. So, das ist gleich soweit. Ja, das ist ein Teller. Ja, da oben sind die Teller. Der passt übrigens wunderbar dazu, der Chardonnay. Weil die Amerikaner ja viel Chardonnay trinken. Ja, das finde ich... Auch, das wird bestimmt gut zum Wein passen. Weißt du, du hast es doch sicher gerne innen noch roh. So. Also nicht roh, aber rosa. Aha. So, danke, ganz simpel. Also der wird innen wird noch richtig so ein bisschen, finde ich auch gut. Ein bisschen Salz. Du hast ja, ich habe ja das Spezialsalz da mitgebracht. Ja. Was ist das? Das ist echtes Meersalz und nur vom Besten. Das nennt man die Blume vom Salz. So. Und das kannst du ruhig grob da drauf machen. Das ist nicht so scharf salzig. Ja, es geht ja nichts über frischen Pfeffer. Das ist klar. Na, das ist ein Muss. Glaubst du, das spielt eine Rolle, dass du das überm Kopf so... Ja. Guck mal, innen ist es jetzt noch ein bisschen... Toll. Ne? Toll. So gut habe ich den noch nie gegessen. Nicht in New York. Musst du halt zu Alfredissimo kommen. Hast du recht. Ganz toll. In der Mitte ist er noch... Du, man isst ja Sushi. Ist warm. Man isst ja auch Sushi. Kriegst außen kross und innen noch fast ein bisschen roh. Schön, ne? Da passt der Chardonnay toll. Ganz gut. Ich finde, das passt gut dazu, meiner Terrine. Toll. Ha? Wobei ich ja gleich noch mal zurückkehren werde zu deiner Terrine, meine Liebe. Aber ja, du lässt mich ja nicht gehen, bevor du weißt. Bevor ich weiß, wie du sie gemacht hast. Ja. Sag mal, du hast ja nie eine richtige Kochlehre gemacht. Das hat mich immer so überrascht. Aber du doch auch nicht. Kochen kann man oder man kann es nicht. Ja, aber ich meine, du hast inzwischen ein hochdekoriertes Lokal und kochst professionell und hast es trotzdem sozusagen selbst gelernt. Ja, also der Vater war ja schon, der war Konditormeister, bevor er mich bekam. Ha? Na gut, aber und Konditor und Koch ist ja was anderes. Nein, das liegt nah beieinander. Ja. Ist nur noch... Aber hast du dann so als Kind schon gekocht? Immer. Die Mutter hat ja immer gekocht, was der Vater gesagt hat, verstehst du? Ach so. Und ich habe immer gesagt, das kann ich auch schon. Dann haben die gesagt, oh, dann zeig mal her. Ha? Und so hat das geklappt. Ja, ich konnte sehr früh auch backen. Ha?
Und mit 14 habe ich schon mal so ein Bankett gekocht. Nee. Ich habe nur dem Vater gesagt, er dürfte nicht sagen, dass ich es gekocht hätte, aus Angst, die Leute würden nicht bezahlen. Das ist gut. Aber so. Du kennst ja das die Hauptzutate beim Kochen, ha? Ja. Kochen mit Liebe und Eto. Alfred. Früher hieß es immer Kochen mit Liebe. Ja. Diese Suppen, ne? Gab es die bei euch auch? Ja, klar gab es die bei uns in den 2-Kilo-Töten. Ja, und dann, meine Mutter hat mir die gekauft und ich habe die dann, da war ich 8, 9 Jahre alt, dann habe ich die Suppen gemacht. Und wenn dann einer kam, so einer wie du, ha? Der bekam ein Eigelb rein, Rahm, Schnittlauch, Petersilie, Pfeffer aus der Mühle und frisches Brot und Butter. Aber nur die netten? Oder nur die dich interessiert haben? Ja, und wo ich wusste, dass ich mich da so reinschleichen könnte bei denen. Und die anderen, die bekamen Standardmodell und waren auch noch zufrieden. Du schleichst dich über den Magen an Menschen, ja. Ich auch. Du auch. Liebe geht durch den Magen. Absolut, ja. Und wir tun das mit Erfolg. Ne? Ja. So. Also jetzt sage ich dir mal, wie das da geht. Ja, ne? Ich darf ja nebenbei noch ein Stückchen essen. Ja, du darfst ein bisschen essen. Lass dich nicht durch mich zur Seite stören. Also, ich brauche dazu Auberginen. Wir nehmen das mal weg. Ja, nimm das mal weg, bitte. So. Weißt du, im Vorfeld hast du da ein bisschen Arbeit, aber nachher hast du ja gesehen. Ja, es ist im Vorfeld ist es aufwendig. Aber mit Garantie, da hast du Erfolg mit dem Ding. Das ist natürlich toll, da wird jeder Besucher, der wird A und O rufen. Ja, genau. Und die wirst du nicht mehr los damit. Ha? Nee. Bis die Terrine fertig ist, dann gehen sie. Hör mal, und dann mache ich da die Auberginen. Da habe ich so einen Trick, weißt du, ich habe gerne Auberginen. Aber was mich immer sehr daran gestört hat, ist, dass die so voll gepumpt war mit Öl. Und, ja. Und weißt du, dann sagt man, ja, viel Gemüse essen. Aber wenn du fertig warst, hast du auch noch so eine halbe Flasche Öl rein. Ja. Und da habe ich mir so was einfallen lassen, wie ich die machen kann, ohne dass die Öl saugen. Und wie ist das? Ja, ich mache die so zwischen zwei Pfannen. Mach mal Feuer ein bisschen, wenn du willst. So, ja. Dann machen wir mal gutes Ölchen da rein. Ja. So. Ach, das. Ja. Ach, deswegen stand die hier drin. Ja. Aha. Ja, die ist neu. Die ist neu, ja. Und dann schäl die Auberginen einfach hier mit dem Kartoffelschäler. Ja, und dass die jetzt so ein bisschen braun ist? Das tut dem gar nichts. Das vergeht jetzt bei der, wenn sobald die ein bisschen warm werden, vergeht das. Ach, tatsächlich? Weißt du, die machen... Da hatte ich immer das Gefühl, ich habe was. Die meisten haben gemacht. So ein Gefühl und da machen sie es falsch. Weißt du, wie die das machen? Die hauen da so viel Zitrone drauf, dass nur nach Zitrone schmeckt. Endive, Artischocke, alles schmeckt nur nach Zitrone, weil die das weiß haben wollen. Ja. Das ist immer dieser Wahn. Aber wenn die so weiß bleiben müssten, hätte der Herrgott die ja bestimmt schon weiß gemacht. Also da lasse ich mich nicht verrückt machen. Das wird jetzt mit der Hitze sowieso. Warte, ich schneide die zuerst mal hier in Scheiben. Also du schneidest dünne Scheiben. Ja. Das ist ein schönes Messer haben. Ja. Schneidest du länglich. Ja, die erste nehme ich nicht, weil die rund ist. Ja. Sag mal, manchmal liest man in Büchern, man muss die irgendwie mit salzen, so, damit die nicht so bitter sind und so. Ja. Oder? Machst du auch nicht? Nein, keineswegs. Das sind ja Auberginen, das sind ja keine Salzberginen. Hör mal, wann das so salzig sein sollte. Ach Gott, Salzberginen, ja. Weißt du, ich finde, dass die Sachen, das ist ja auch das Geheimnis meiner Küche und deiner ja bestimmt auch, die Sachen sollen nach dem schmecken, was sie sind. Ja, und nicht zudecken mit Gewürzen und nicht irgendwie behandeln immer. Jetzt schau mal zu. Ich salze die überhaupt nicht. Weißt du, warum die salzen? Damit das Wasser rausgeht. Ja, irgendwie, das ist ja Quatsch. Brauchen wir ja nicht. Dann sind sie nachher gesalzt. Hast zwar kein Wasser drin, aber sind Salzberginen. Ja. So. Und da, die geht sogar auch noch da. Ja. Und dann stelle ich das da drauf. Ja. Weißt du, warum? Sieht ein bisschen blöde aus. Nee, aber... Findest du nicht? Nee, finde ich gar nicht. Froh. Ne? Also, wenn jetzt so ein Druck da drauf kommt, dann saugt die Aubergine sich nicht so voll mit diesem Öl. Und das Wasser, was in der Aubergine ist, hängt nachher unten an der Unterseite. Ja. Wie toll. Super. Ich weiß denn, wo ich da drauf gekommen bin. Ich wollte dir zuerst mal ein Waffelei, weißt du, diese... Ja, Waffeleisen, da wolltest du es machen. Ja, und ich habe kein so ein Eisen. Da hast du das selbst ein Eisen dir gemacht. Ja. Sag jetzt, ich hätte es auch ein Bügeleisen machen, zwischen zwei Bügeleisen. Das auch. Jetzt lassen wir das ein bisschen und dann siehst du, wie schön braun die werden, dass die kein Öl saugen. Ja. Und nachher legen wir sie noch auf Koch. Das hast du da gemacht. Da hast du schon die vorher vorbereitet. Siehst du, und da siehst du auch, wie das Öl da schön noch ganz rauszieht. Das bisschen, was es noch annimmt, zieht es raus. Weißt du, und danach mache ich das hier, ich wickle das in Folie ein. Ja, Ja. Und diese Folie ist vielleicht nicht gerade breit genug, dann machen wir sie noch einmal so drüber. Ja.
damit du sicher sein kannst, dass du sie ganz einwickelst. Ja. Ja. Denn die geht ja in den Kühlschrank. Und alles, was im Kühlschrank ist, muss zu sein. Muss zu sein. Ja, weil sonst eine Sache die andere beeinflusst. Nachher schmeckt alles nach Speck. Nach Speck oder irgendwas. Ja, weißt du, im Kühlschrank ist das viel anderswo auch. Ja, siehst du, wie viel Wasser darunter kommt? Ja. Und dieses Wasser wollte ich loswerden. Fantastisch. Nehmen Sie gar ein Tuch, das ist zu dünn. Das ist siehst du, Alfred? Ja. Super. Und du weißt ja, die Paprika, dass du da die Haut runternimmst. Da habe ich vorhin gesehen, du hast das aus dem Ofen genommen und da war ich völlig platt, dass die so schwarz war. Ja. Darf das sein? Ja, siehst du, ich habe jetzt schon zwei Sachen, die ich verbrennen darf. Das ist meine Crème Brûlée und die Paprika schon. Und die muss, glaube ich, sogar so sein, damit denn sonst man das... kommt die Haut, siehst du, die Haut geht ganz vom selben runter und drunten ist sie schön rot. Siehst du das? Und ich hätte ich natürlich gedacht, ich habe was falsch gemacht. Nein. Die lässt du im Rohr, ne? Die tust du ins unterm Rohr. Grill. Unterm Grill, bis sie so schwarz ist. Bis sie schwarz ist. Und drunter bleibt es schön rot. Ja. Super. Toll. Siehst du? Toll, toll. Verbrennt da was? Soll ich es kleiner machen? Schau mal. Die bleiben manchmal ein bisschen hängen, aber das ist gar nicht das Problem. Aber siehst du all dieses Wasser? Ja. Ne? Ja, toll. Jetzt können wir die schon drehen. Ah ja, jetzt drehst du sie einmal. Oh ja, schön. Und die schön trocken. Super. Ich habe es jetzt etwas runtergedreht, ist das gut? Oder? Nein, lass ruhig. Dicke Hitze. Was kostet denn für deinen kleinen Sohn? Der Louis. Der Louis? Ja. Die Kleinen, die. Wie alt ist er? Sechs? Ja, schrecklich ist er. Die essen nichts Anständiges, ne? Ja, weil die Kollegen sagen, die Freunde sagen, ja, wir essen dies nicht und das nicht. Dann meint er das auch richtig so. Die glauben ja jedem außer der Mutter. Ja, das weiß ich. Ist immer so. Aber ich habe gesagt, er dürft. Ah ja, weißt du was, dass der kleine Freche da, wenn jemand sagt, was ist denn dein Lieblingsgericht? Dann sagt er sowas, wo er weiß, dass es eine Schande ist für mich. Express, der merkt das gar nicht, ist nur, um mich zu blamieren. Ach Gott, und dann machst du es ja. Nein, bist du verrückt. Ich habe dir mal einen Hamburger gemacht, ne? Da habe ich gesagt, findest du den so gut wie ein echter? Aber es ist doch ein echter, sagt er. So. Ja, also die Kleberei, das darf dich nicht krank machen. Ne? Nein, stört mich überhaupt nicht. Ja, du bist ja... So? Weißt du, Alfred, mit den Dingern da, du machst das richtig. Man muss richtig froh sein mit diesen Dingern. Kochen ist eine sinnliche Sache. Ah, klar. Weißt du, was ich immer sage? Ich sage immer, wenn du deinen Huhn nicht liebst, was du in den Ofen schiebst, dann lässt es dich im Stich. Ja. Da blamierst du dich bis auf die Knochen. Genau, ganz genau. Du hast das erkannt. Deswegen sind deine Sachen so gut. Jetzt fang mal an zu schichten hier. Ja, zuerst nehmen wir die Auberginen da raus und dann schichten wir. Ha? Ja, da bin ich nämlich gespannt. Auf die Schichterei. Ja. Jetzt sind sie alle dran. Ja, aber es ist kein Problem. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt sind sie auch braun und jetzt kannst du sie auch nehmen, oder? Jetzt sind sie schön. Ja, wunderbar. Toll. So, und das restliche Öl nehmen wir auch jetzt noch runter mit dem Papier. Ah ja. Jetzt tust du es nochmal auf Papier. Und wenn du jetzt dich schon nicht mehr zurückhalten kannst, weißt du, was du dann machen kannst? Dann kannst du ein bisschen Paste da drauf tun. Du rollst die zusammen. Wieder diese Paste von ja, den Ja, genau. Von den und deswegen salze ich sie auch. Deswegen sind die ja nicht gesalzen, die Dinger hier. Ja, denn die ist schon. Und wenn du sie salzt, dann machen sie nur noch mehr Wasser. Ha? Diese eine verschrumpelte, da mache ich das jetzt mal. Ja, schmier da so ein bisschen drauf. Schmier ich mir ein bisschen was drauf. Ja, so. Siehst du? Und das rollst du dann? So, wie ein Röllchen. Das kann man übrigens gut als Amis Bouche servieren. Oh, wunderbar, Amis Bouche. Weißt du, wann ich das mache? Ist nicht so heiß für dich. Ich nehme dir einen Schluck Wein. Ja. Oh, das ist gut. Aber gut. Heiß, aber gut. Lösch. Mm. Wunderbar. Bitte. Eigentlich muss man mit Wasser löschen. Aber. Und Wein danach. Ja. So. Dieser Wein aus dem Fass ist zu schade, um zum Löschen. Da hast du recht. Ich finde, du nimmst richtig gut. Richtig gut, ne? Ja. Kostet auch 2 Mark. Wie viel? Ich hab gesagt, kostet auch 2 Mark. Ja, für 2 Mark bestelle ich dir 1000 Flaschen. Ach, das glaube ich. Nein, diese guten Weine müssen was kosten, ist ja klar. So, Alfred, bevor wir jetzt mit dem Wein uns hier vergnügen, musst du jetzt zeig arbeiten. Zeig ich dir, wie das hier läuft. Du hier zum Arbeiten. Siehst du, ich gebe dir so eine Form ungefähr. Und dann machen wir ein bisschen von der Paste drauf. Ah. Ja. Und dann kannst du mir mal die Peperoni darüber gehen, die stehen hinter dir, die gebratenen. Mhm.
Also wenn sie so aus dem Ofen kommen und gepellt sind. Ha? Also wenn sie in dem Zustand sind. Ja, dann mache ich es noch einmal in eine Pfanne, ein bisschen von innen. Damit dann tust du sie noch mal Seite. Ohne ja, Schale auf ja, die Pfanne. Genau, von der anderen Seite. Denn sonst hast du sie, wie sagt man das? Sonst sind sie, verstehst du, so sind sie schön zart überall. Ah, dann lege ich die auch schön so drauf. Du, also so viel Arbeit ist auch nicht. Es ist wirklich, das Schälen ist ein bisschen Fummelarbeit. Hast du ja gesehen, so, dass das runterfällt. Aber es ging schnell, ja. Und die Tomaten. Ach, da kommen noch Tomaten. Da kommen noch Tomaten drauf. Die haben wir im Ofen. Also die Tomaten, die werden so im Ofen gedörrt. Ja, so halb gedörrt. Wie lang? Ja, so anderthalb Stunden. Ah. Ungefähr bei niedriger Temperatur, so 120 Grad. Ha? Mhm. Und die sind fertig, siehst du, also das ist ja ein Gräuel, wenn du das siehst, diese Haut. Ha? Ja. Die sind fertig, wenn die Haut so runterfällt. Ach, die kann man so abziehen? Die kannst du so runterziehen. Und wenn du jetzt die in schönes Olivenöl einlegst, legst, hast du einen schönen Geschmack vom Thymian da drauf. Ah, da, du hast Thymian drauf gegeben. Ja. Dann, ist ja toll. Dann kannst du die schön im Voraus machen. Du hast hier aber behalten. Schon welche, die, wo du die heute schon abgezogen ja. hast. Ja, ja, dann die sollen kühl, upla, sie sollen kühl sein, wenn du... Ach so, die sollen auch gekühlt, also auch das hier ist schon, die Terrine, ist schon ja. alles abgekühlt. Ja, 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 ja. Ja. Aber das brauchst du noch mal, ne? Ich halte dir ja. das. Ja, halt ja. mir das. Aber zuerst Aubergine, das, Einzige, das heißt ja Aubergine-Terrine und immer Aubergine dazwischen, gell? Ja. Also das sind nur die Tomaten mit Thymian und Öl? Ja. Oder ist ja kein Öl, doch. Doch, doch, so Olivenöl auch. Olivenöl. Und weißt du, was ich noch Thymian darauf mache? Ein was? Bisschen Salz. Salz. Und ein ganz kleines bisschen Zucker. Ah, ja, bei Tomaten fast immer, ne? Ja. Alles mit Tomaten. Ja, das habe ich von einem italienischen Freund, der hat mir gesagt, immer ein bisschen Zucker da drauf, das bringt den Tomatengeschmack noch besser raus. Ah, toll. So, jetzt wieder von unserem Pasta. Ja, und wann tust du Tomaten? Jetzt? Jetzt? Weißt du, ich mache Auberginen, Paprika, Auberginen, Tomate, Auberginen, immer dazwischen Auberginen, ah. denn das heißt die Auberginenterrine. Ja, ja, muss auch Auberginen rein. Wie hast du vorher gesagt? Salzberginen? Keine Salzberginen. Ja. Weißt du, ich hasse das in der Küche, wenn die so alles nach Farbe und so, also eine Artischocke, die so weiß ist, die will ich überhaupt nicht. Da weiß ich schon, dass sie nach Zitrone schmeckt. Ja, ja, naja. Es ist ein bisschen ein Wahn, so ein ja. Perfektionswahn. Ne? Ja, die achten nicht auf den Geschmack, nur nee, auf nur die... auf das Aussehen. Ja. Obwohl wir ja beide auch auf das Aussehen Wert legen. Ja, das sieht man uns aber auch ja. auf. Ich meinte das Aussehen vom Essen. Ach so. Ja, das auch. Also, und ich finde ja, wenn du die Sachen natürlich... Die haben ja eine natürliche Schönheit. Ja. Oder kannst du dir was Schöneres vorstellen als so eine schöne dunkelblaue Nein. Aubergine? Also, hättest du sie schöner gemacht? Nein, aber ich finde auch das, diese Tomaten sehen ja auch traumhaft aus. Ach, jetzt kommen dann wieder die Paprika, jetzt kommen wieder die... Ja, wir machen jetzt noch hier fertig so. Sag mal, sag du. Die luxemburgische Küche hat kaum Spezialitäten. Was? Ja? Du schämst dich nicht, so was hier zu sagen. Ja, ich weiß nicht. Also... Das war wirklich entsetzlich. Du hast das ernst gemeint? Nein, aber ich kenne nur so Eintöpfe und so Zeug. So, was haben wir sonst an Spezialitäten? Also, außer dem Brot und dem Wein natürlich. Aber ich meine, das Brot ist eine Spezialität, weil der Fernand das so toll macht. Aber wo waren wir dran? Nee, jetzt bist du dran. Oder nicht? Nein, jetzt kommt. So, hör mal. Wir haben also von Spezial. Du weißt ja, dass ich mich auch in luxemburgischem Essen so ein bisschen spezialisiere, ja. weil es mich gestört hat, dass alle Leute so sagen, ihr habt ja kaum Spezialitäten. Ja, man kennt es nicht. Ja, aber nicht mehr lange. Du wirst es publik machen. Ja, genau. Also, musst du da jetzt nicht was draufschmieren? Nein, erst nein, wieder nein, auf die Auberginen. Weißt du denn, die heißt Tomaten... Ja, Auberginenauflauf. Und die Auberginen, die sind ja ungesalzen. Und die anderen Sachen sind ja gepfeffert und gesalzen. Ah ja. So, und jetzt, wenn du das dann fertig hast, das kannst du hochmontieren, wie du willst. Ja, wenn du das fertig hast, dann wird es schön so eingewickelt. Ja, ha? Das hast du ja. So. So. Und deswegen, ja, stell die jetzt drüber. Aber ich mache immer so sechs, acht Dinger. Wie sagt man? Schichten. Ah ja. Ja. Und jetzt stellen wir das in den Kühlschrank, hier auf so ein Brettchen. Zeig mal. Ach, du hast in die Form... Habe ich das Brett gelegt. Brett gelegt? Ich sage dir jetzt auch, wieso. Weil da jetzt aber trotzdem noch ein bisschen viel von dem guten Öl ist. Hier habe ich das kleine Messer. Und dann picke ich so unten rein. Weißt du, dann kann das über Nacht kann schön alles, was zu viel an Flüssigkeit ist, rausziehen. Ah, und das dadurch da das rein. Brett und das läuft dann an der Seite... Ja, und da stellst du schön da rein, dann brauchst du nämlich den Kühlschrank nicht zu putzen danach. Mm. Und der Saft, der rausläuft, den habe ich dir vorhin
in die Vinaigrette gemacht. Da habe ich was gesehen, dass du was geschüttet hast. Ja, das war du. Dieser Saft, der raus. Das macht dann ein bisschen süßlich von den Tomaten. In die Vinaigrette hinein. Ja. Toll. Darauf einen Schluck. Hast du noch was? Ja, ich hab, und ich habe die Flasche hier. Ich habe dafür gesorgt. Ja. Ah, sehr schlau. Sehr schön. Ja, der luxemburgische, das ist ein Moselwein. Ja. Und meistens Riesling, ne? Nein, wir haben ja verschiedene. Auxerrois, das ist der süßlichste. Ja, ja, ja. Und Traminer, und dann haben wir Pinot Gris, Pinot Blanc und Riesling. Doch, Sophie, und den wichtigsten, den haben wir vergessen, der einfachste, Elbling. Der Elbling, ich habe sogar einen Elbling Weinberg jetzt. Du hast einen eigenen? Ja. Na, dann werden wir den nächsten Elbling trinken. Prost. Aber daran kann man sich auch gewöhnen. Ha? An das kann man sich gewöhnen. Aber ich muss noch ein bisschen von deiner tollen Paté essen. Weißt du, Alfred, was ich gut finde daran, wenn du jetzt noch Schinken hast, ha? Ja. Du hast das da fertig, dann kann jeder kommen, wer will. Ha? Dann bist du immer vorbereitet. Aber einfrieren kann man das nicht. Nein, das wäre schade. Weißt du, dann, weil Gemüse, so, das hat ja aber ein bisschen Wasser gehalten, wenn du das einfrierst, dann kriegst du so Wasserkristall. Ich habe das nicht gern. Übrigens, sind das nicht schöne Gläser? Doch, ich finde die sehr schön. Ha? Ich wollte dir das gleich am Anfang sagen. Du, das ist wirklich ein Glas mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das kann, verstehst du, ich lege Wert auf diese Brille. Ja, absolut. Die müssen auch klingen. Erstens das. Das ist in Maschinen geblasen, aber es ist geblasen, nicht gepresst. Ne? Und das ist super. Und weißt du, der Wein ist noch besser, also ist immer besser von einem schöneren Glas. Ja. Vino Grande heißt die Serie. Das ist eine Serie. Und wir trinken einen Vino Grande aus dem Vino Grande Glas. Ne? Du, ich danke, dass du gekommen bist. Also nichts hat mir mehr Freude gemacht. Und grüß deinen Sohn. Mach ich. Und alle anderen Luxemburger. Dankeschön.